Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder Mensch hat seine ganz besonderen Fähigkeiten. Wir trauen den Menschen und ihren Fähigkeiten. Und diese Erkenntnis, die ist ganz tief verwurzelt in der CDU und der CSU. Deshalb ist unser erstes Ziel in der Verbraucherpolitik auch immer, den Verbraucher zu stärken, damit er eigenverantwortliche Entscheidungen treffen kann. Und dafür schaffen wir die Grundlagen und wir stellen natürlich auch klare Rahmenbedingungen und Regelungen zur Verfügung. An dieser Prämisse hat die Union in den letzten 4 Jahren ihre Verbraucherpolitik ausgerichtet. Wir unterstützen den Verbraucher dabei, auf Augenhöhe mit den Unternehmen zu kommen. Verbraucher können besser beurteilen, was für sie in ihrer ganz speziellen, individuellen Lebenssituation die richtige Entscheidung ist. Und das können sie viel, viel besser, als es die Politik könnte. Verbote sind deshalb für uns in der CDU, CSU das allerletzte Mittel. Und Ihnen allen liegt der verbraucherpolitische Bericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2016 vor. Auf den gut 48 Seiten gute Nachrichten für die Verbraucher. Und die Liste der umgesetzten Vorhaben zeigt, wir haben in den 4 Jahren wirklich sehr, sehr viel für Verbraucher auf den Weg gebracht. Wir haben die Marktwächter für den Bereich Finanzen und Digitales geschaffen. Wir haben da viel, viel Geld in die Hand genommen und auch die Verbraucherzentralen wirklich mit einer großen Aufgabe und mit großen Herausforderungen belegt. Wir haben den Sachverständigenrat für Verbraucher ins Leben gerufen und die haben auch schon einige Gutachten vorgelegt. Auch da haben wir eine gute Diskussion mit denen. Manches ist kritisch von uns begleitet, aber immer mit dem Hinweis, wir wollen was nach vorne entwickeln, auch bei dem Sachverständigenrat. Die Rechtsdurchsetzung für Verbraucher haben wir deutlich vereinfacht und auch erweitert, beispielsweise für das Verbandsklagerecht bei Datenschutzverstößen beim UKLAG, also dem Unterlassungsklagegesetz. Wir haben die alternative Streitbeilegung, also die Schlichtungsstellen, weiter ausgebaut. Und auch im Bereich Finanzen haben wir den Fokus ganz stark auf die Verbraucher gelegt. Wir haben den kollektiven Verbraucherschutz bei der BaFin verankert, neu verankert, erstmals dort verankert. Und wir haben auch das Kleinanlegerschutzgesetz vereinfacht oder sagen wir mal verschärft, dass die BaFin da ein neues, scharfes Instrument an die Hand bekommen hat. Wir haben, das hat der Minister schon gesagt, auch den Kontowechsel deutlich erleichtert bei den Banken und die Dispozinsen die Dispozinsen sind endlich online einzusehen und man kann sie jetzt als Kunde auch vergleichen. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein im digitalen Zeitalter, aber die Banken mussten in dem Fall wirklich auch zum Jagen getragen werden. Wir haben die Informationspflichten und Anforderungen an die Immobilienkreditrichtlinie für Berater deutlich erhöht. Neben der provisionsgestützten Beratung haben wir auch die Honorarberatung gesetzlich geregelt. Am Ende gilt dann für jeden Kunden, es gibt mehr Wahlfreiheit bei der Finanzberatung. Und ich könnte die Liste noch viel, viel weiter ausführen, aber Sie sehen schon an den wenigen Beispielen, Verbraucherpolitik findet heute nicht nur im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz statt, sondern es trifft viele andere Bereiche. Es betrifft den Bereich Finanzen, den Bereich Digitales, den Bereich Gesundheit oder auch den Ernährungsbereich. Verbraucherpolitik war und ist immer noch eine Querschnittsaufgabe. Viele drängende Fragen des Verbraucherschutzes konnten wir in dieser Wahlperiode beantworten. Und das lässt sich auch wunderbar in diesen 48 Seiten des Berichtes nachlesen. Und ja, wir können auch stolz sein auf diesen Bericht, aber ausruhen werden wir uns auf diesem Bericht nicht. Wir schauen nach vorne. Was müssen wir heute tun, damit Verbraucher sich auch morgen noch sicher und sorglos in den verschiedenen Märkten bewegen können? Verbraucherinformation und natürlich auch die Rechtedurchsetzung werden uns ständig weiter beschäftigen, das ist klar. Aber mit der fortschreitenden Digitalisierung wollen wir in den Bereichen rechtlicher und wirtschaftlicher Verbraucherschutz auch neue Akzente setzen. Und wenn ich den Blick in die Zukunft richte, dann sehe ich einen Verbraucherschutz, der es Bürgerinnen und Bürger noch leichter macht, ihre Interessen selbst zu vertreten und durchzusetzen. Und einen Verbraucherschutz, der nicht nur reagiert, sondern manche Konflikte erst gar nicht entstehen lässt. Wir wollen
wenn die Welt doch immer komplizierter wird, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Entscheidungen einfach und in einem überschaubaren Zeitraum selbst fällen können. Dafür ist die richtige Aufarbeitung guter Informationen nach wie vor im Zentrum unserer Bemühungen. Und innovative Ideen gibt es da wirklich zuhauf. Ich nenne Ihnen einige Beispiele. Zum Beispiel die Idee, manche AGB in Zukunft maschinenlesbar zu machen. Dann stände am Ende für den Verbraucher vielleicht einfach eine leicht zu verstehende Zusammenfassung. Oder am Ende steht der Hinweis auf die Besonderheiten eben dieses Vertrages. Oder es steht auch einfach am Ende, dass diese AGB eben den Anforderungen des Kundes nicht gerecht wird. Und diese Entscheidungshilfe wäre wirklich eine Verbesserung. Denn gelesen werden heute AGBs von den wenigsten Kunden. Und ähnlich technische Unterstützung könnte es auch bei den Datenschutzerklärungen geben, damit der Kunde leichter nachvollziehen kann, wer und wie und zu welchem Zweck werden denn eigentlich meine Daten benutzt. Das gilt umso mehr bei so komplexen Fragestellungen wie zum Beispiel bei den Daten in der Cloud oder wenn wir heute über das automatisierte Fahren sprechen. Fragt sich der Fahrer schon, wem gehören eigentlich die Daten? Wer nutzt meine Daten, die da alle gesammelt werden? Im digitalen Verbraucherdatenschutz stellt sich auch die Frage, wie Verbraucher besser die Einwilligungen in die Datenverarbeitung handeln können. Und auch da gibt es ein paar spannende Ansätze. Ich mache es mal ganz praktisch. Der Nutzer formuliert einmal seine Datenschutzwünsche und hinterlegt seine Wünsche auf eine Plattform. Und wenn er dann zum Beispiel etwas bestellt, online bestellt, darf die App, die verschiedenen Apps, die er dann anklickt, auf seine Lieferadresse, auf seine Kontonummer, auf seine Kontodaten oder was auch immer zugreifen. Nutzt er aber einen anderen Dienst, sind seine Daten natürlich tabu. Das kann man heute schon teilweise mühsam einstellen. Die Idee ist aber, dass der jeweilige Wille des Nutzers automatisch dem Dienstleister angezeigt wird. Das heißt für uns, neue Technologien wie Blockchain oder intelligente Verträge werden wir auch im Verbraucherschutz mitdenken, ausprobieren und fördern. Ich möchte Ihnen eine weitere Idee vorstellen. Wäre es nicht gut, wenn der Verbraucher alle Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung hat, ihm bleiben die, er aber nicht darauf zurückgreifen muss, weil er seine Ziele schneller, quasi automatisch erreicht? Zum Beispiel, die Bahn oder der Flieger hat Verspätung und dem Kunden wird automatisch eine Entschädigung überwiesen. Ganz ohne kompliziertes Anstehen in einer langen Schlange oder das Ausfüllen von einem Antragsverfahren. Einfach, weil der Kunde ja seine Daten schon bei der Bahn oder der Fluggesellschaft hinterlassen hat. Der Buchungsvorgang ist bekannt und es natürlich auch kein Zweifel an dem Ausfall des Fliegers oder der Verspätung des Zuges gibt. Das wäre unbürokratisch und das wäre schnell. Und wir könnten so viele solcher Fälle einfach und klar lösen und für den Verbraucher wirklich auf einen guten Weg bringen. Die Verbraucher müssten dann nicht mehr zu einer Schlichtung gehen. Die Verbraucher müssten keine Abschläge seiner Forderungen an Dienstleister fürchten oder sogar den langen Klageweg einschlagen. Ich sehe die Digitalisierung also als Chance für Verbraucher, egal ob sie im Supermarkt eine Verpackung einscannen und damit mehr und bessere Informationen bekommen, als jemals zuvor auf dem kleinen Etikett zu finden gewesen wären. Oder ob Sie wissen wollen, wo ist Ihr Sakko oder Ihr Pullover hergestellt worden, in welchen Produktionsstritten ist er hergestellt. Oder auch, wenn wir an die Klassiker der Informationsportale denken, die haben bei weitem nicht ausgedient, auch die könnten weiterentwickelt werden. Mein Vorschlag ist, wir sollten eine Altersvorsorgeplattform schaffen, auf der jeder sich über den Stand seiner eigenen Altersvorsorge informieren kann. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und von der SPD, Sie schauen immer zurück. Sie drehen immer und immer wieder an den gleichen Schrauben, glauben an Verbote, glauben an Ampeln und an Kontrolle. Wir aber, wir schauen nach vorne und wir sehen die Chancen der Digitalisierung für innovative und moderne Verbraucherpolitik. Unser Ziel ist deshalb, den Verbrauchern von Anfang an zu helfen und nicht erst dann, wenn der Schaden entstanden ist. Dafür brauchen wir keine neuen Verbote, sondern wir brauchen intelligente Lösungen.
Und jeder muss die Chance haben, seine eigenen Entscheidungen bestmöglich zu treffen. Das ist unsere ganz tiefe Überzeugung. So machen wir Politik für Verbraucherinnen und Verbraucher. Vielen Dank. Vielen Dank, Mechthild Heil, auch für Ihre Punktlandung, was die Zeit angeht. So, nächste Rednerin, Nicole Malsch für Bündnis 90 Die Grünen.